Ich glaube, die allermeisten haben es jetzt nach oben geschafft. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zur zweiten Runde. Schließt thematisch direkt an die Debatte, die wir eben zum Auftakt geführt haben. Ausgangspunkt ist die These, zu der man kein großes Licht sein muss, um sie zu vertreten, dass wir vor einem radikalen wirtschaftlichen Strukturwandel stehen, mit tiefgreifenden Auswirkungen auf das Sozialgefüge der Gesellschaft. Stichworte haben wir eben schon zumindest angetippt. Globalisierung, digitale Revolution, Klimawandel mit der Notwendigkeit der Dekarbonisierung unserer Ökonomie. Alles drei sind sehr tiefgreifende Veränderungen. Das sind nicht nur irgendwie marginale Herausforderungen, die da auf uns zurollen oder in denen wir uns schon befinden. Sie bringen mit sich bisher jedenfalls eine wachsende soziale und regionale Unwucht, also zunehmende Ungleichheiten. Und sie werden zu Veränderungen von Schlüsselindustrien in der Bundesrepublik führen, die bisher den Rückgrat unseres gesellschaftlichen Wohlstands bilden. Das gilt vor allem für die Autoindustrie, aber nicht nur für die. Und in den nächsten 20 Jahren wird sich entscheiden, ob wir auch noch in Zukunft eine Autoindustrie in der Bundesrepublik haben werden, die einen großen Teil von Innovation und Wertschöpfung und Beschäftigung sichert. Status quo-Verteidigung hilft also nicht. Die ganze Vorstellung, man könnte sich abschirmen gegen diese Veränderung, indem man Zollgrenzen hochzieht und eine protektionistische Politik betreibt, ist nicht nur illusionär. Sie verschärft unter dem Strich auch das Krisenpotenzial, weil sie die nötigen Veränderungen verzögert, die dann mit umso größerer Wucht über uns hereinbrechen würden. Worum es also geht, und das ist das Thema des jetzigen Podiums, ist, den Wandel zu gestalten. Strategien ökonomischer und sozialer Transformation. Und dazu haben wir ein wunderbares Podium hier versammelt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die zugesagt haben. Beginne mit Cem Özdemir, den ich hier, wie eigentlich die anderen auch, nicht mehr vorstellen muss. Bundesvorsitzender der Grünen, Mitglied des Deutschen Bundestags und Spitzenkandidat. Herzlich willkommen, Cem. Neben ihm Marcel Fratscher, ist seit 2013 Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Unter anderem neben vielen wissenschaftlichen Gremien Mitglied des Beirats des Bundesministeriums für Wirtschaft und ich glaube so einer der öffentlich sichtbarsten und wahrnehmbarsten Köpfe der deutschen Wirtschaftswissenschaften. Herzlich willkommen, Herr Fratscher. Heike Göbel, allen, die den Wirtschaftsteil der FAZ lesen, was ich durchaus empfehlen kann, wohlbekannt. Wohlbekannt. Man muss damit ja nicht übereinstimmen, aber es ist eine interessante Quelle für die eigene Wahrnehmung von Wirklichkeit. Sie ist seit 2002 verantwortliche Redakteurin für Wirtschaftspolitik bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und redigiert nicht nur, sondern schreibt auch selbst viel. Sie hat unter anderem den Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik 2006 bekommen, neben anderen Preisen. Herzlich willkommen, Frau Göbel. Und last but not least natürlich Jörg Hoffmann.
seit 2015 erster Vorsitzender der IG Metall. Nach einer langen Gewerkschaftskarriere, aber wie andere frühere Vorsitzende der IG Metall, kommt er mit dem wissenschaftlichen Hintergrund. Er ist Diplomökonom und war vor seiner gewerkschaftlichen Tätigkeit unter anderem wissenschaftlicher Mitarbeiter für Industriebetriebslehre an der Universität Stuttgart-Hohenheim. Und ich sage das auch deshalb, weil ich gestehen muss, dass die IG Metall auch deshalb meine Lieblingsgewerkschaft ist, weil das immer eine Gewerkschaft war, die sich für gesellschaftspolitische, für globale, für konzeptionelle Fragen interessierte und einen sehr weiten Begriff von Arbeitnehmerpolitik hat. Und dafür steht auch Herr Hoffmann, herzlich willkommen. Wir fangen jetzt an mit einem Impuls von Cem Özdemir und dann gehen wir in eine hoffentlich lebendige Diskussion auf dem Podium und schauen wir mal, wie viel Zeit wir dann noch haben, um auch Sie dann noch mit einzubeziehen. Also Cem, the floor is yours. Thanks. Ja, lieber Ralf Füchs, sehr geehrte Gäste hier oben, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich heute Abend hier kurz ein Impulsreferat halten zu dürfen, aber eigentlich wäre der Ralf Füchs fast selber besser geeignet, um das hier zu machen, denn er hat ja mit seinen Werken, er hat schon, okay, dann bin ich beruhigt, weil er hat mit seinen Büchern und mit dem, was er da angestoßen hat bei der Heinrich-Böll-Stiftung, ja auch einen Boden bereitet für eine Debatte, dass wir heute auf einem Niveau diskutieren, wo man sagen kann, wir fangen da nicht mehr von Null an, sondern da ist eine Menge an Vorarbeit geleistet worden. Man kann, wenn man über das Thema spricht, natürlich fallen, glaube ich, jedem schreckliche Beispiele ein, wenn man in diesen Tagen die Nachrichten liest. Meine Frau kommt aus Argentinien, wir haben Freunde aus Peru. Wenn man gerade liest die Nachrichten über die Flutkatastrophe in Peru und die Worte des Präsidenten dazu gehört hat, dass es eben zu tun hat mit Klimaveränderung, das wäre ein Beispiel, das einem einfallen kann. Es fallen einem Beispiele ein von uns, die Nachrichten über das Thema Nitrat im Wasser und welche Auswirkungen das mittelfristig haben kann für unser Wasser. Es fallen einem viele andere Dinge ein über Nachrichten in der ganzen Welt. Man könnte das Thema Bildungssystem nehmen. Ich komme gerade von einer Schulleiterkonferenz in Nordrhein-Westfalen. Da ging es auch um die Frage, was das Thema Flüchtlinge heißt. Jetzt für die Aufgabe in unseren Schulen, wie schaffen wir es, die Leute frühzeitig zu integrieren, dafür zu sorgen, dass wir ein durchlässiges Bildungssystem haben. Also all diese Dinge könnte man aufzählen. Ich habe in meinen Reden immer so einen Punkt dabei, der so als Wake-up-Call immer dienen soll. Das ist, wenn wir so weitermachen, es gibt ja die Berechnungen, dann bräuchte man bis 2030 theoretisch eine zweite Erde. Die haben wir aber offensichtlich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine zweite bis dahin entdecken, die bewohnbar ist und wo wir es so schnell hinschaffen, ist jetzt, glaube ich, auch eher im überschaubaren Bereich. Von daher zeigt es die Dramatik. Das Problem ist aber, wenn wir Grüne so reden, dann haben wir immer die Beobachtung, das wirkt nicht unbedingt nur mobilisierend. Das wirkt auf einen Teil der Gesellschaft sicherlich so, dass man sagen kann, das führt dazu, dass man sagt, jetzt muss man was machen. Aber die Massen, die wir brauchen, um den Sense of Urgency hinzubekommen und um dann nachher auch die Gesellschaft zu bewegen und zu verändern, wird man allein mit diesen Nachrichten nicht bekommen. Sondern ich glaube, da gehört noch was Zweites dazu, nämlich, dass man vielleicht auch eine Beschreibung dessen macht, wo man hin möchte, was man verändern möchte, mit einem positiven Bild. Damit man auch Lust hat auf Veränderung, Lust hat anzupacken, Lust hat, was zu gestalten und, wie gesagt, so eine Anmutung bekommt. Ich will das machen mit einem Zitat von Antoine de Saint-Exupéry, der es mal folgendermaßen beschrieben hat: Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Soweit so schön. Es ist nur einfacher gesagt als getan, für eine Partei diese Sehnsucht nach dem Meer zu beschreiben. Und genau das beschreibt unsere Aufgabe, die wir haben. Die dramatischen Zustandsbeschreibungen, wie gesagt, sind das eine. Und das andere ist eben, deutlich zu machen, was geht, was gehen könnte. Und jetzt komme ich auch zu uns heute, was heute bereits geht und worüber wir viel zu wenig reden, weil wir es gar nicht mitbekommen. Nämlich eine Wirtschaft, die zu 100%
aus Wind, aus Sonne, aus Wasser und aus Biogas angetrieben werden kann. Digitale Technologien, die unser Leben vereinfachen helfen, die dazu beitragen, Energie zu sparen und das Ganze so, dass wir einen hohen Standard an Datenschutz haben können. Eine Kreislaufwirtschaft, in der Rohstoffe immer wieder neu verarbeitet werden und eben nicht mehr auf der Mülldeponie landen. Das heißt, das Versprechen von Cradle to Cradle, das eben nicht eine ferne Zukunftsvision ist, sondern Unternehmen, die das heute bereits versuchen, in ihrem Alltag zu realisieren und dabei sogar noch gutes Geld verdienen. All das sind keine Hirngespinste mehr, sondern wir sind mittendrin in diesem Transformationsprozess. Und vieles passiert unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Ich will mal ein Beispiel geben. Wir hatten auf unserem letzten Bundesparteitag eine Ausgründung der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule von Aachen, einer der renommiertesten Hochschulen unseres Landes, von jungen Start-ups, die dort ein Fahrzeug hergestellt haben, das dann später die Post übernommen hat. Manche werden davon gelesen haben, Street Scooter. Das Spannende an diesem Projekt, das wird Herrn Hoffmann sicherlich interessieren, aber er kennt das ja auch, das ist, die haben gesagt, wir machen nicht nur, wir beweisen, dass wir in Deutschland in der Lage sind, ein Elektromobil herzustellen, dass man sich bezahlen kann, das funktioniert und die letzte Meile bei der Versorgung mit Gütern in der Stadt übernimmt, sondern die haben die Arbeitnehmer dazu genommen und gesagt, wir wollen das Auto von Anfang an so entwickeln, dass es ein arbeitnehmerfreundliches Fahrzeug ist. Denn am Ende müssen ja Leute bei der Post arbeiten, die ihren Rücken nicht kaputt machen und die das vielleicht auch dann ein paar Jahrzehnte gesundheitlich überstehen. Auch das kann man heute machen. Soweit die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht. Es ist nicht von VW, es ist nicht von Porsche, es ist nicht von Mercedes-Benz, es ist nicht von BMW oder von irgendeiner anderen Automobilfirma. Wenn man mit denen über Street-Scooter redet, dann sagen die, naja, die werden ja irgendwann mal an ihre Grenzen kommen, weil sie die Massenproduktion nicht gestemmt bekommen, dann werden sie zu uns bekommen. Wenn man mit denen drüber redet, dann hört man zum Teil auch dieselbe Arroganz, die man vor einigen Zeiten noch gehört hat, im Zusammenhang mit Tesla. Ich sage jetzt keine Namen, aber ich glaube, wir kennen beide dieselben Leute, Herr Hoffmann und ich, da hieß es auch von Unternehmen, die so eher im Süden der Republik sind, naja, außen Tesla, innen deutsche Technik. Klar, so kann man an das Thema rangehen. Aber da kann es sein, wenn man Pech hat, auch so gehen, dass man in Stuttgart ins Bett geht, in Wolfsburg ins Bett geht, in Ingolstadt ins Bett geht und am nächsten Tag in Detroit aufwacht. So schnell kann der Wandel nämlich passieren, wenn man nicht aufpasst. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich zu denen gehört habe, die auch mit einem Nokia-Mobiltelefon rumgelaufen sind und davon ausgingen, das ist jetzt so der Stand der Technik, viel mehr wird es nicht geben. Und dann kam auf einmal eben was ganz Neues. Und wo ist Nokia heute? Also, wenn wir nicht wollen, dass es uns auch so geht, dann sollte man das tatsächlich als einen Weckruf verstehen und schauen, welche dramatische Veränderung da vor uns steht. Viele Beispiele gibt es, die das längst im Alltag anpacken. Und das ist eine Bandbreite, ob es die Unverpackt-Läden sind, davon jetzt mittlerweile 38 über die ganze Republik verstreut, die zeigen, dass man eben nicht zwangsläufig mit tonnenweise Plastikmüll rumlaufen muss, sondern dass man das heute auch intelligenter machen kann. Natürlich wird es jetzt nicht so sein, dass die Pennymärkte, um mal eine Kette zu nennen, das Unverpackt-Konzept vollständig übernehmen werden. Aber wenn die Plastiktüten auslisten, was sie jetzt gemacht haben, ist das schon mal ein Einstieg in das, wohin die Reise gehen muss. Oder wenn die Dresdner Firma Cloud & Heat Serverfarmen betreibt in Kellern von Wohnhäusern und damit gleich zwei Stellschrauben gleichzeitig verändert, nämlich einerseits die Kühlung von Rechnern macht und andererseits gleich die Heizung der Häuser mit übernimmt, dann zeigt das auch, was heute möglich ist. Wenn eine Textilunternehmerin von VD, Sie sehen es mir nach, ein Unternehmen natürlich aus dem Ländle, woher auch sonst, Artikel produziert, Outdoor-Ausstattung, die so von vornherein hergestellt sind, dass sie haltbar sind und dann eben nicht, wenn sie kaputt gehen, man sie nach China schicken muss, sondern sie dort in Baden-Württemberg repariert werden können, weil die eben halt auch alles dort bereithalten, was man braucht, um die Materialien wieder im Kreislauf zuzuführen. Dann zeigt auch das, was möglich ist. Und dieses Unternehmen schreibt übrigens schwarze Zahlen, sonst können sie sich das alles gar nicht leisten. Auch das ist ein schönes Beispiel. Aber auch, um ein anderes Feld zu nehmen, wenn die Stadt Münster beispielsweise als erste deutsche Stadt sich verpflichtet, künftig Geldanlagen so vorzunehmen, dass sie nicht mehr klimaschädlich sind, eben nicht in die Kohle
also in die schwarze Kohle meine ich, investiert werden, sondern in nachhaltige Ziele, dann sind das Vorbilder, die zeigen, das, was beispielsweise Harald Welzer in der Stiftung Futur 2 auflistet, was alles an Transformationen längst passiert. Ich kann es sehr empfehlen, diese Dinge zu lesen. Das überrascht, das ist neu, macht neugierig und gibt auch ein bisschen Appetit auf Zukunft und Veränderung. Aber wichtig ist, glaube ich, auch, dass wir wissen, dass es keineswegs so ist, dass uns da die Sympathien unentwegt zufliegen. Es gibt auch welche, die nicht davon profitieren. Es gibt auch diejenigen, die nicht nur nicht davon profitieren, sondern die sich im Wandel sich aktiv entgegenstellen. Nehmen Sie beispielsweise die Kohleindustrie, die sicherlich kein großes Interesse an der Veränderung des Status quo haben, weil sie davon profitieren. Nehmen Sie allerdings auch das Problem, dass wir eine Bundesregierung haben, bei der mir jetzt viele Attribute einfallen, aber Mut, Zukunftszuversicht, Wagemut gar, gehört da nicht dazu. Und da ist, glaube ich, politische Auseinandersetzung auch gefragt, damit die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Am Ende, da darf man sich nichts vormachen, geht es in der Marktwirtschaft natürlich auch darum, dass man nicht nur mit moralischen Argumenten überzeugt, sondern es geht darum, dass der schnöde Mammon stimmen muss. Deshalb heißt es Marktwirtschaft, man muss schwarze Zahlen schreiben und da verbindet sich die Arbeitgeberseite mit der Arbeitnehmerseite, denn beide brauchen schwarze Zahlen. Die Arbeitgeberseite braucht sie, damit sie den Betrieb aufrechterhalten kann und die Arbeitnehmerseite braucht sie, damit sie auch einen entsprechenden Anteil vom Kuchen herausverhandeln kann in Form von Gegenleistungen für die Arbeitnehmerseite. Also darf man sich da auch keine Illusionen machen, wenn aus der sozialen Marktwirtschaft eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft werden soll, dann geht es am Ende halt auch darum, dass ein Plus rauskommt und nicht ein Minus rauskommt. Und dann sind wir auch schon beim Thema, dass wir dringend sowas wie klug gesetzte Leitplanken brauchen, damit die Veränderung in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Das heißt, es geht darum, dass die Marktwirtschaft einerseits sozial bleibt, aber andererseits eben auch künftig ökologisch nachhaltig ausgerichtet wird. Und das übrigens nicht nur, weil wir gezwungen sind durch den Klimawandel und die Verpflichtungen, die die Bundesregierung beim Klimagipfel in Paris ja stellvertretend für uns alle eingegangen ist, sondern auch, weil es äußere Faktoren gibt, die uns dazu zwingen. Mittlerweile sind wir so stark von der Volkswirtschaft in China abhängig als Exportnation, dass Entscheidungen des chinesischen Industrieministers, ja sogar des Oberbürgermeisters von Peking, dazu führen können, dass es dramatische Auswirkungen auf bis zu 800.000 Arbeitsplätze in der Automobilindustrie haben kann. Nehmen Sie nur das Beispiel, dass wir gegenwärtig 0,5% der von deutschen Herstellern produzierten Autos, die in China verkauft werden, als Elektromobile haben. Stellen Sie sich mal vor, angesichts des Smogs in Peking verkünden die von jetzt auf nachher eine Elektroquote, die wir heute nicht einhalten können. Bei einem Drittel der Autos, die wir dorthin verkaufen, wäre das eine dramatische Auswirkung auf die deutsche Volkswirtschaft. Jetzt kann man sich auf den Standpunkt stellen der Kollegen und sagen, na warte mal halt bis dahin. Man kann aber auch heute bereits die Vorkehrungen treffen, dass wir die Fahrzeuge haben, die wir dann nach China weiterverkaufen können. Ich würde zu Letzterem raten, und das sage ich als jemand, der wie gesagt aus einem Automobilstandort kommt, dort seinen Wahlkreis hat. Ich habe kein Problem, mich als Grüner zum Automobilproduktionsstandort Deutschland zu bekennen. Aber damit ich das glaubwürdig tue, muss ich eben auch die notwendige Veränderung einführen. Und ich muss auch ein paar Punkte benennen, wo ich Widerspruch erzeuge, wo ich wehtue, wo ich Streit auslöse, denn ohne den wird es nicht gehen. Das ist beispielsweise die von uns vorgeschlagene Quote in unserem Programmentwurf, dass ab 2030 Neufahrzeuge Null-Emissionsfahrzeuge sein müssen. Übrigens, ich versteife mich nicht dazu zu sagen, welche Fahrzeuge das sind. Davon verstehe ich viel zu wenig. Ich bin kein Ingenieur. Ich bin grundsätzlich ein Anhänger dafür, dass die Politik technikneutral argumentieren sollte. Das muss der Markt entscheiden, ob sich da jetzt das Elektromobil durchsetzt, die Brennstoffzelle, ob wir beim Wasserstoff noch neue Potenziale haben, ob beim Verbrennungsmotor andere Kraftstoffe zum Einsatz kommen, das weiß ich alles gar nicht. Aber entscheidend ist, wenn wir die Klimaschutzziele einhalten wollen, dann müssen es eben Fahrzeuge sein, wo die Emissionen bei Neuzulassungen auf Null gehen. Ich hätte mir übrigens als Reaktion gewünscht, wenn ich an der Stelle noch sagen darf, dass die Industrie das sportlich nimmt und nicht beleidigt reagiert. Dass sie sagt, euch Grün zeigt man's. Wir können das. Wir sind nicht blöder wie die bei Tesla. Wir sind nicht blöder wie die in Südkorea oder wie die in China. Wir schaffen das
Und dann kann man ja immer noch schauen, was physikalisch machbar ist. Aber eben sich darauf zu verlassen, dass die Konkurrenz dafür sorgen wird, dass man die Veränderungen in der Welt, dass die einen Bogen um Deutschland macht, das Rezept hat, glaube ich, noch nie funktioniert und wird nicht funktionieren. Also, wenn wir wollen, dass es Akzeptanz für diese Veränderung gibt, dann müssen wir allerdings auch darüber sprechen, dass es eine soziale Dimension hat. Dann ist ganz wichtig, dass wir auch dafür sorgen, dass alle Kinder in unserer Gesellschaft die Möglichkeit bekommen, etwas aus ihrem Leben zu machen, dass sie aufsteigen können, dass dieser Prozess, von dem ich gerade geredet habe, einer ist, der nicht einen Teil der Gesellschaft als Verlierer zurücklässt. Darum ist es, freue ich mich sehr, dass Herr Hoffmann da ist von der IG Metall, und wir hatten ihn ja auch schon als Gast auf der Vorstandsklausur von Bündnis 90 Die Grünen, wo wir über diese Themen diskutiert haben. Wir machen das auch deshalb, weil ich das für ganz entscheidend halte. Erstens, dass wir in Deutschland Gewerkschaften haben, und da bin ich wirklich stolz drauf, die bei der Frage Rassismus, Xenophobie einen glasklaren Kompass immer hatten und haben und da immer auf der richtigen Seite stehen. Aber weil sie natürlich bei ihnen an der Basis als Erste konfrontiert sind mit den Ängsten, die diese Transformation mit sich bringt. Also was heißt denn das für Mitarbeiter im Bereich der Zuliefererindustrie, wenn das, wovon ich gerade spreche, Realität wird? Darüber muss man reden. Ich will dem nicht vorweggreifen, aber das hat ja dramatische Auswirkungen. Und ich würde die Unwahrheit sagen, wenn ich hier sagen würde, wir werden jeden Arbeitsplatz zum gleichen Zeitpunkt, am gleichen Ort, in der gleichen Präzision oder Fertigungstiefe 1:1 ersetzt bekommen. Das kann ich gar nicht versprechen. Das wäre nicht ehrlich. Also muss man auch drüber reden, was bedeutet das an Weiterqualifikation? Was heißt es vielleicht sogar 5 Jahre, bevor das ansteht, heute für die Jobcenter und für das Thema Qualifikation? Auch darüber würde ich mich freuen zu reden. Und ich habe das gerade schon angedeutet, da geht es dann eben auch darum, dass wir drüber reden müssen, leben wir eigentlich in einer Gesellschaft, wo das Aufstiegsversprechen für alle gilt? Ich bezweifle das auch aus eigener Erfahrung, dass es eben nicht so ist. Damit ist nicht gemeint, dass der Staat alle bemuttert. Das ist nicht bei den Grünen zu Hause. Damit ist nicht gemeint, dass der Staat sagt, ich verspreche dir, du wirst aufsteigen. Dass du dich anstrengen musst, das kann ich niemandem abnehmen. Aber wofür ich sorgen kann, ist, dass die Anstrengung belohnt wird durch Solidarität. Was ich versprechen kann, ist, dass wir dafür sorgen, dass zusätzlich zum eigenen Fleiß, dass man sich auf seinen Hosenboden setzt und nicht so wie ich seine Hausaufgaben nicht macht, dass man zusätzlich die Unterstützung der Gesellschaft bekommt, der Lehrerschaft, des Elternhauses im Idealfall und der ganzen Gesellschaft eben, dass man auf ein durchlässiges Bildungssystem trifft. Dazu gehört natürlich auch die Diskussion zum Schluss um öffentliche Institutionen. Ich halte das für den wesentlichen Bestandteil einer durchlässigen Gesellschaft. Einrichtungen, die wir besser machen wollen. Kitas, Ganztagesschulen, die den Namen verdienen, wo nicht nur draußen Ganztagesschule steht, sondern innen eine ist. Jobcenter, die ich gerade schon angesprochen habe, wo ich nicht lande, wenn ich ein Problem habe, sondern schon davor hingehen kann, damit ich erst gar kein Problem bekomme. Gesundheitsversorgung, die eben auch im ländlichen Raum überall da ist. Stadtteilbibliotheken, wo man gerne hingeht. Ein öffentlicher Nahverkehr in der Stadt wie auf dem Lande, Jugendkultureinrichtungen, Schwimmbäder. Alles das sind Orte, auf die Benachteiligte ganz besonders angewiesen sind. Dort werden die Chancen verteilt oder eben nicht. Das heißt, wenn wir über Transformation reden, dann geht es immer auch darum, dass diese öffentlichen Orte wiederbelebt werden, dass ich von Kindesbeinen an das Gefühl habe, dass ich unabhängig davon, ob meine Eltern reich oder arm sind, dieselbe Wertschätzung in der Gesellschaft erfahre. Ein solches Verständnis von Solidarität und Gerechtigkeit, finde ich, wenn ich das ganz unbescheiden als Grüner zum Schluss sagen darf, wäre übrigens auch eines, was uns Grünen da ein Alleinstellungsmerkmal in der Debatte um die Zukunft der sozialen Gerechtigkeit gibt. Vielen Dank. Herzlichen Dank für diesen Aufschlag, Cem. Wir haben verabredet, dass jetzt alle anderen auf dem Podium Gelegenheit bekommen, einerseits zu replizieren, also aus Ihrer Sicht auf deinen Beitrag einzugehen. Gleichzeitig würde ich dann allen auch gerne nochmal eine spezifische Frage stellen. Und ich würde gerne, wenn wir jetzt bei dieser Reihenfolge bleiben, mit Marcel Fratscher anfangen.
und der Frage, welche Rolle denn die Verteilungsfrage aus Ihrer Sicht für diesen Prozess gesellschaftlicher Stabilisierung und ökonomischer Modernisierung spielt, von dem Cem Özdemir gesprochen hat. Ich frage das deshalb, weil, ich meine, das werden ja viele hier wissen, Sie im letzten Jahr ein viel beachtetes Buch geschrieben haben mit dem Titel Verteilungskampf. Und das ist ja eine sehr starke These. Ist das das Kernproblem, vor dem wir stehen? Ich weiß nicht, ob es das Kernproblem ist, aber ich glaube, das ist eine große Gefahr, dass es so einen Verteilungskampf gibt. Wenn ich so versuchen sollte, das Thema Verteilung in Deutschland zu beschreiben, glaube ich, gibt es zwei unterschiedliche Camps. Das eine Camp sagt, Ungleichheit hat zugenommen, Ungleichheit ist ein Problem und wir müssen es lösen, indem wir mehr Umverteilung machen, also einen Verteilungskampf provozieren und nochmal anstoßen. Also mehr Vermögensteuern, mehr Einkommensteuern, mehr Umverteilung von oben nach unten. Und das zweite Camp, das sagt, nein, Ungleichheit ist überhaupt kein Problem, uns geht es gut in Deutschland, das ist kein Thema und deshalb ist auch alles gut so, wir brauchen nicht mehr Umverteilung, wir brauchen keinen Verteilungskampf. Und das Kernargument, das ich im Buch und auch weiterhin vorbringe, ist, dass eigentlich beide Seiten falsch liegen. Ich glaube, Ungleichheit ist ein Problem, nicht aus Gerechtigkeitsgründen, jeder hat eine andere Vorstellung, was gerecht oder ungerecht ist, sondern weil es ganz konkret hohe wirtschaftliche, soziale, politische Kosten für unser Land hat. Es hat wirtschaftliche Kosten, weil, wenn man sich anschaut, wo kommt es her, Sie haben es angesprochen, für mich ist es der Hauptgrund dafür fehlende Chancengleichheit oder geringe soziale Mobilität. Also letztlich entgeht der gesamten Gesellschaft unheimliches Potenzial, wenn Kinder, Jugendliche aus sozial schwachen, bildungsfernen Familien nicht die Chance bekommen, ihre Fähigkeiten, Talente zu entwickeln, wenn Frauen im Arbeitsmarkt nicht die gleichen Chancen haben oder Hürden in den Weg gelegt bekommen und so weiter und so weiter. Also man sieht es im Bereich, im politischen Bereich, politische Teilhabe zum Beispiel, wenn man anschaut, wer nimmt an Wahlen teil, findet man einen riesigen Unterschied nach Gruppen hinweg, gesellschaftliche Gruppen hinweg. Wenn man sich das Thema Gesundheit anschaut, es ist dramatische Unterschiede, wenn man sich gesundheitlichen Zustand oder auch Sterblichkeit von Menschen mit geringem Einkommen, geringem Bildungsgrad anschaut. Also es ist ein Problem in vielerlei Hinsicht. Aber die Lösung liegt halt eben nicht darin, meiner Ansicht nach zu sagen, wir brauchen einen Verteilungskampf, wir müssen also oben mehr wegnehmen und das unten nach unten verteilen, weil es letztlich nichts am Grundproblem der fehlenden Chancengleichheit löst. Wenn Sie einen 35-jährigen Menschen haben oder jüngere Leute von Ihnen und sagen wir mal ohne Job, ohne Ausbildung, ohne Qualifizierung sind und Sie sind auf Hartz IV angewiesen, der Staat sagt Ihnen, was regen Sie sich denn auf, Sie kriegen doch hier soziale Leistungen, Sie kriegen ALG II oder Hartz IV, Sie sind doch gut abgesichert, dann würden Sie wahrscheinlich der Person antworten, ja, aber ich will nicht vom Staat abhängig sein. Ich möchte gerne eine Chance haben, Eigenverantwortung zu übernehmen, über eine gute Bildung, eine gute Qualifizierung, einen Job zu haben, für mich und meine Familie sorgen zu können. Und das können Sie nicht mit, dieses Problem können Sie nicht mit noch so viel Umverteilung lösen. Also ich glaube, da sehe ich den Verteilungskampf, dass gerade deshalb durch diese Ungleichheit, die durchaus da ist, obwohl wir eine gute wirtschaftliche Lage haben, sagen 70% der Deutschen, sie empfinden die soziale Ungleichheit als zu hoch. Das hat viel auch mit der Veränderung zu tun. Der Wandel wird sich beschleunigen durch den technologischen Wandel. Das wird in der Zukunft noch mal deutlich schneller werden, also noch mal die Herausforderung hochsetzen. Und die Versuchung, das zu lösen, indem man mehr Umverteilung macht, sagt, da ist eine Neiddebatte, wir müssen jetzt dem einen was wegnehmen, damit der andere ein bisschen mehr hat, das, glaube ich, ist kontraproduktiv, das wird nicht funktionieren. Deshalb sehe ich letztlich die wirklich beste und die einzige Lösung über mehr Bildung, über mehr Qualifizierung, mehr Chancengleichheit, das, was der technologische Wandel und diese Anpassung eigentlich auch eröffnet, mehr Teilhabe zu schaffen, also es inklusiver zu machen. Und das sehe ich eigentlich als die Hauptlösung. Vielen Dank. Frau Göbel, sehen Sie das auch so? Einfach. Geht das? Ja. Ja, gut, alles klar. Dauert eine Sekunde, bis das hochsteuert. Bis es kapiert. Gut, dann vielen Dank. Große Frage. Ich würde vielleicht einen Moment aber nochmal auf Herrn Özdemir eingehen wollen. Ich
finde es positiv und habe mich gefreut, dass da zumindest ein Wachstumsoptimismus herauszuhören ist. Der ist ja nicht ganz selbstverständlich bei den Grünen. Also Sie haben eindeutig davon gesprochen, dass Sie einen Plus haben wollen, um eben diese hohen Ziele, die Sie haben, auch zu verwirklichen. Und ich glaube, an dem Punkt treffen Sie sich mit mir oder mit meiner Ansicht. Wie man dann dahin kommt mit den Instrumenten, glaube ich, da könnten wir über verschiedene Punkte streiten. Vielleicht können wir das auch gleich noch ein bisschen vertiefen. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass Grüne bei allem Betonen der Verlässlichkeit ihrer ambitionierten Ziele, die sie jetzt auch im Wahlkampf vertreten, ein bisschen unterschätzen, das, was die Wirtschaft vielleicht in der Zeit lasten kann, was das Land lasten kann. Wir sind in einer Situation, in der es eben in der Tat der Wirtschaft ziemlich gut geht, in der wir auch meines Erachtens nicht ganz so ein gravierendes Problem haben, was Ungleichheit angeht, weil es eben sich ein bisschen stabilisiert hat, der Zustand. Wir sind sicherlich in der guten Lage, sehr viel Geld umverteilen zu können und damit auch einen Teil der Probleme nicht zu beseitigen, aber doch anzugehen. Nur wenn ich dann Herrn Fratscher höre und mit ihm einer Meinung bin, dass wir mehr tun müssen bei der Bildung, um Chancengleichheit zu verwirklichen, dann muss man sich, glaube ich, fragen, wofür geben wir das Geld aus? Geben wir es aus, um jetzt sozusagen nach dem Atomausstieg schnell auch noch den Kohleausstieg zu bewältigen und vielleicht der Autoindustrie zu sagen, 2030 ist dann aber Schluss mal mit diesen dreckigen Motoren? Oder überlegen wir uns, ob wir nicht vielleicht doch etwas sanftere Übergänge bevorzugen, um eben vielleicht das Geld zu haben und die Möglichkeiten auch in schwierigeren Zeiten. Wir müssen uns ja ein bisschen auch dafür wappnen, dass es auch mal schlechter läuft als in den letzten Jahren. Wir haben eine außerordentlich prosperierende Phase gehabt und ich denke, da muss man, glaube ich, um das, was Herr Fratscher gerne machen möchte, nämlich mehr Chancengleichheit schaffen über mehr Bildung, um da noch die Kapazitäten zu haben und wie gesagt, auch in schlechteren Zeiten dafür gewappnet zu sein, finde ich, müssten Sie an den Zielen und an den Ambitionen, die Sie haben bezüglich des weiteren ökologischen Wandels der Wirtschaft, da müssten Sie, glaube ich, nochmal drüber nachdenken. Es gibt einen Punkt, die Autoindustrie, Sie haben gesagt, wenn die Chinesen kommen und die Vorgabe machen, dann möchten Sie gerne dafür sorgen, dass Daimler und andere dann auch in der Lage sind, das einzuhalten. Ja, aber warum eigentlich? Man kann ja auch warten, es ist Marktwirtschaft, wenn auch Daimler sieht ja, was in China diskutiert wird, also weiß ich nicht, ob die deutsche Politik da nun vorauseilend sagen muss, dann muss es aber bei uns 2030 sein, weil ja China vielleicht in 2035 soweit sein könnte. Also ich finde, das ist nicht unbedingt dann Aufgabe, sozusagen vorbeugend noch ein bisschen schneller zu sein, als die Chinesen da vielleicht irgendwann mal sind an dem Punkt, was ich jetzt auch, also wo ich auch noch ein Fragezeichen dran machen wollte, wie ernst gemeint das da ist. Also insofern, ja, Wachstum, aber Wachstum brauchen wir vielleicht in stärkerem Maße eben auch, um ja, Bildungschancen noch zu verbessern. Herr Hoffmann, die steuert jetzt fast automatisch auf zwei Fragen zu. Ich denke, die können wir dann auch noch später ein bisschen vertiefen und auseinanderdividieren. Aber jetzt mal für die erste Runde Verteilungsfrage. Wie beantworten die Gewerkschaften die jenseits oder ich sag mal, über klassische Lohnpolitik sagen hinaus? Und die zweite Frage ist natürlich unvermeidlich die nach der Autoindustrie. Sie sind selbst im Aufsichtsrat von VW in Ihrer Eigenschaft als IG Metall-Vorsitzender. Und das berührt ja mindestens zwei Dimensionen, nämlich die Frage, was läuft da eigentlich schief in der Unternehmenskultur? Und was können die Gewerkschaften dagegen tun? Und die zweite Frage ist natürlich die, auf die Cem Özdemir jetzt besonders abgehoben hat. Geht das schnell genug oder geht das zu langsam mit der Transformation der Industrie, nicht nur im Hinblick auf technische Veränderungen, also klimaneutrale Fahrzeuge, sondern auf ein radikal anderes Geschäftsmodell? Nicht mehr nur Hersteller zu sein von Fahrzeugen, sondern Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen. Und ich meine, wollen Sie das, Frau Göbel, sagen, man muss das eher langsam und behutsam machen?
damit die Industrie noch genug Geld verdient, um die Innovationen auch finanzieren zu können? Oder ist das andere Argument richtig, wir haben schon zu viel Zeit verloren und müssen jetzt da aufs Gaspedal drücken, um in der Branche zu bleiben? Jetzt werden Sie aber gleich mehrschichtig komplex. Ich möchte trotzdem mal vielleicht versuchen, das in der Reihenfolge abzuarbeiten. Ja. Wir sehen die Frage der Transformation in die Arbeitswelt und der Zukunft und die Welt unserer Gesellschaft von morgen zunächst mal als einen Transformationsprozess, der auf eine Gesellschaft trifft, die Ungleichheiten ausweist, ungleiche Chancen, auch ungleiche Perspektiven, aber die vor allem auch von vielen Menschen als ungleich interpretiert wird, was insbesondere in ihre Projektion ihrer Perspektiven in die Zukunft angeht. Und auf diese Gesellschaft, die, von der ich nicht sagen würde, sie ist heute gespalten, aber die schon viele Gruppen kennt, die nicht mehr sozusagen integriert werden im Sinne von gleicher Teilhabe, treffen jetzt diese viel zitierten Megatrends von der Digitalisierung der Produkte, Digitalisierung der Prozesse, die Frage der Klimaregulation, die weitere Globalisierung, die Veränderung der weltweiten Wertschöpfungsketten, die stärkere Diversität auch in unserer Gesellschaft. Und wie geht man damit um? Und wie können wir eben diese Treiber nutzen, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt gestärkt wird und es gerechter zugeht in unserer Gesellschaft? Das ist doch die Herausforderung. Es nützt ja nichts zu sagen, wir schotten uns ab, sondern die Frage ist, wie nutzen wir diese Treiber? Und wie nutzen wir das, was an Produktivität und Effizienzgewinn erzielt wird, eben in mehr Gerechtigkeit, in mehr Selbstbestimmung der Menschen und mehr aus unserer Sicht in der Arbeitswelt gute Arbeit. Und das heißt auch mehr Bildung. Und wenn ich dieses Narrativ zeichne, dann ist einmal die Rolle der Gewerkschaften die, eben diesen Entwicklungstrend zu bestimmen, zu gestalten, Einfluss zu nehmen. Können wir gerne nachher weitermachen. Zum zweiten Teil Ihrer Frage. Entschuldigen Sie, dass ich heute Abend keine Lust habe, über VW-Kultur zu reden. Können wir durchaus mal machen. Es ist eine Unkultur, deswegen lohnt es sich nicht unbedingt immer. Aber es ist auch eine Kultur der Veränderung und ich habe da immer ein bisschen die Gnade der späten Geburt. Ich kam in den Volkswagen-Aufsichtsrat, oder sagen wir in dem Fall eher die Missgunst der späten Geburt. Ich kam da rein, als es losging und war vorher im süddeutschen Raum bei Daimler unterwegs und ging, als es dort gut ging. Insoweit das Schicksal trifft einen. Und deswegen haben Sie ein bisschen Entschuldigung, wenn ich heute die Kulturfragen nicht so gern bearbeite. Aber ich möchte zu Ihrem zweiten Punkt gerne was sagen. Ja, die Automobilindustrie muss sich und wird sich massiv ändern. Da werde ich übrigens auch gar nicht so arg groß mit dem Zeigefinger durch die Gegend laufen. Habt ihr nicht die Ideen dafür? Habt ihr nicht die Produkte dafür? Das halte ich jetzt ehrlich gesagt das geringere Problem. Sowohl auf der Produktseite wie auf der Ideeseite neuer Mobilitätsservices. Für uns stellt sich das Thema, und da bin ich immer auch dafür, dass wir das Thema der Transformation immer auch eskaliert, auch in der sozialen Dimension. Ich mache das mal in einem Beispiel deutlich. Die heutigen Pläne der Automobilindustrie gehen davon aus, dass wir nicht null, aber im Jahre 2030 25% der Erstneuzulassungen Elektromobile haben. Das bedeutet für die 320.000 Menschen, die heute im Antriebsstrang in der Automobilindustrie tätig sind, dass ungefähr 80.000 schon allein deswegen eine andere Tätigkeit, ich hoffe eine, aber eine andere Tätigkeit ausführen. Ein bisschen Lieschen-Müller-Rechnung, aber stimmt einigermaßen in dieser Perspektive. 80.000 Menschen in 13 Jahren, wir sprechen ja nicht von Generationen, wir sprechen von halben Generationen,
von der Tätigkeit 1, wo sie heute sind, in die andere Tätigkeit zu transformieren, ohne dass einer unter die Räder kommt, ist eine gesellschaftliche Herausforderung, wo wir weder institutionell im Bildungsbereich, aber auch nicht in den Unternehmen irgendwie vorbereitet sind. Und wer deswegen über Transformation redet und die Balance auch von sozialer Gerechtigkeit in diesem Transformationsprozess, den bitte ich immer zu skalieren, was das heißt. Und dann sich zu kritisch hinterfragen, welche Instrumente brauchen wir, welche Investitionen brauchen wir in diesem Transformationsprozess und was heißt das für Einzelne, damit nicht aus dem Gefühl, es könnte an meinem sozialen Status, an meiner Perspektive kratzen. Und dann dem verlockenden Angebot mancher Populisten, wir schützen dich davor, ein falsches Verhalten wird, braucht es auch Verlässlichkeit. Und Verlässlichkeit braucht es dem Menschen nicht über das Zeichnen von schönen Landschaften beizubringen, sondern nachvollziehbare Programme wie Transformationsprozesse auch sozial abgesichert erfolgen können und welche Instrumente und Werkzeuge wir brauchen. Das ist mal mein Petitum an der Stelle. Cem, möchtest du reagieren? Gerne. Also, ganz kurz zu Herrn Fratscher. Das bestätigt ein bisschen das, was Sie sagen. Ich glaube, um es mal jetzt provokativ ein bisschen zu sagen, wir sind ja hier unter uns und das ist alles nicht öffentlich. Man könnte böse sagen, aber wir sind ja nicht böse. Das hat auch manchmal was mit Freikaufen zu tun, mit einer Art Ablasshandel. Das heißt, ich gebe Leuten, die wirtschaftlich ausgegrenzt sind, die deklassiert sind, mehr Geld, richte sie dort, wo sie sind, besser ein. Aber sie stören mich dann nicht danach. Das heißt, redest du vom bedingungslosen Grundeinkommen oder wovon sprichst du gar nicht? Man könnte das nehmen. Ich will das gar nicht karikieren, lieber Ralf. Also das sind ja nicht jetzt alle Anhänger. Also das wäre jetzt, glaube ich, sehr, sehr polemisch. So weit würde ich nicht gehen. Aber ich rede davon, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass wenn man vor allem die Verteilungsfrage in den Mittelpunkt der Gerechtigkeitsfrage stellt, dass man aufpassen muss, dass es nicht in eine Konnotation gerät mit, aber ihr bleibt bitte da, wo ihr seid. In meine Schule kommen eure Kinder nicht. In meinem Stadtteil will ich euch nicht sehen. Das heißt, der revolutionärere Ansatz ist es eigentlich zu sagen, ich will, dass ein Arbeiterkind eben auch die Chance hat, sein Potenzial oder ihr Potenzial zu entfalten und eben halt auch mal Goethes Faust zu lesen und Nathans Lessings Nathan zu lesen. Ich habe ihn erst vorletztes Wochenende nochmal gelesen bei dem Seminar, deshalb und eben auch den Zugang hat, zum Bildungsbürgertum zu bekommen und vielleicht auch mal da zu wohnen, wo die anderen wohnen. So, und das, glaube ich, ist die eigentlich revolutionäre Frage und die eigentliche Frage, die übrigens auch über den Zusammenhalt der Gesellschaft dann nachher was sagt. Weil, verstehen Sie, sonst haben wir das Problem, das hat Herr Hoffmann ja sehr deutlich gemacht, dass es einen Teil der Gesellschaft gibt, der das Gefühl hat, dass er da nicht partizipiert und dann auch in der Gefahr ist, sich vermeintliche Helden zu wählen, die ihnen versprechen, dass sie das machen. Zu Frau Göbel, also ich finde es immer wieder überraschend, dass Sie überrascht sind über Dinge, die wir sagen. Also ich hatte ja auch schon mal einen Parteitag, wo der Chef des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, der Herr Wollseifer, zu Gast war. Und der hat da eine Rede gehalten, das hat er jetzt nicht so gemacht, dass das grüne Programm vorher gelesen hat und uns das vorgetragen hat, sondern er hat uns schon auch ein bisschen eingeschenkt. Aber am Ende habe ich stellvertretend für die Delegierten gesagt, wir freuen uns, wenn sie gutes Geld verdienen. Das ist ja nicht jetzt irgendwas, was wir nicht wollen. Das ist ja die Voraussetzung dafür, dass dieser Standort erfolgreich gibt. Man kann ja nur, wenn man Geld erwirtschaftet, kann man auch Geld ausgeben für die Wohltaten, über die wir reden. Das ist die Voraussetzung dafür. Also wenn man das bezweifelt, dann hat man, glaube ich, den falschen Job gewählt, wenn das nicht die Grunderkenntnis ist. Ich will nur eins sagen, da würde ich mir auch Ihre pointierte Kritik, die nicht immer unberechtigt ist, aber wenn es die auch in gleicher Schärfe gibt, beispielsweise bei der Frage, dass es ja nicht meine Partei war, die die große Rentenreform erfunden hat, die 160 Milliarden ausgibt und die eigentliche Gerechtigkeitsfrage der Erwerbsgeminderten weitgehend außen vor lässt.
und nur die versorgt, die am besten organisiert sind und am lautesten in der Gesellschaft sind. Ich meine, 160 Milliarden bis 2030, was könnte man mit dem Geld alles an schönen Dingen machen, über die unser Fratscher gerade einiges erzählt hat? Ich finde, da müssen auch ein bisschen die Proportionen mal stimmen, was die Kritik angeht. Und da ich jetzt vor kurzem im Saarland war, weil sie Kohle gesagt haben, wissen Sie, also mit meinem Verständnis von Marktwirtschaft hat es nichts zu tun, dass ein Unternehmen wirklich massiv Schotter verdient hat mit Kohle, mit Bergbau. Und jetzt, wo es darum geht, dass das Versprechen, das sie abgegeben haben, dass sie die Ewigkeitskosten der Kohle, nämlich das Grubenwasser abzupumpen, dass sie das jetzt nicht mehr machen wollen, weil sie sagen, das kostet viel Geld, das machen wir jetzt einfach nicht mehr, die lassen wir jetzt volllaufen. So, das finde ich nicht in Ordnung, aber das wird jetzt gerade im Saarland von allen Parteien außer von uns quasi stillschweigend akzeptiert. Das ist doch was Ähnliches wie bei der Atomfrage. Die großen Konzerne durften 1 Million an abgeschriebenen Atomkraftwerken pro Tag verdienen und jetzt, wo es um die Endlagerfrage geht, sind wir dafür zuständig und müssen gucken, wie wir Standorte finden und wie wir diese Kosten geregelt bekommen, weil die Konzerne gar nicht das Geld dafür haben und die Allgemeinheit dafür bezahlen muss. Das hat alles mit Marktwirtschaft nichts zu tun. Das ist eine Karikatur von Marktwirtschaft, die da passiert. Von daher wundere ich mich da manchmal ein bisschen, wenn wir im Prinzip nichts anders machen als Leitplanken. Also sorry, wenn ich Hayek lese, da kann ich das alles finden mit den Leitplanken. Das ist doch im besten Sinne soziale Marktwirtschaft, wie wir die Tradition haben, dass der Staat Grenzwerte vorgibt, Richtlinien vorgibt, die ja auch was mit einer Verantwortung für die Allgemeinheit zu tun haben. In meinem Wahlkreis sitzt der Daimler, aber in meinem Wahlkreis ist auch der Ort in der ganzen Republik, in ganz Europa leider, und da bin ich nicht stolz drauf, mit der höchsten Feinstaubbelastung Europas. Das ist am Neckartor in Stuttgart. So, also stellen Sie mich doch nicht vor die Wahl, dass ich mich fürs eine oder fürs andere entscheiden muss. Was ist das für eine Entscheidung? Ich kann doch nicht sagen, mir sind die Arbeitsplätze beim Daimler wichtiger wie die Gesundheit der Kinder und der alten Leute am Neckartor. Und da ist es ja nicht nur die Alten und die Kinder, sondern warum kann ich denn nicht hergehen und sagen, wir sind klug genug und haben die Technologie dazu und jetzt komme ich halt leider zur unangenehmen Stelle, dafür brauche ich auch klare Richtlinien. Also mit dem Prinzip, wir machen es immer freiwillig, hätte es den Katalysator nie gegeben. Der Katalysator ist entstanden, weil der Staat irgendwann mal aus Gründen des Gesundheitsschutzes eingegriffen hat und gesagt hat, bis dahin müsst ihr diese Grenzwerte erreichen, Punkt. Wie ihr sie erreicht, ist eure Sache. So ist der Katalysator entstanden. Insofern verstehe ich nicht, warum das ein Problem sein soll mit der Marktwirtschaft. Ganz im Gegenteil, das fördert auch Innovation und Erneuerung und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit. Und zu Herrn Hoffmann, ich finde ja ganz spannend, dass jetzt gerade die Diskussion, da bin ich ganz bei Ihnen, bei den ALG 1-Beziehern jetzt Gott sei Dank aufgekommen ist. Höchste Eisenbahn, was die Qualifizierung angeht. Aber auch da gibt es eigentlich auch eine Lobby für die Hartz-IV-Bezieher. Da höre ich nicht so viel drüber. Also ich finde ja interessant, dass nach wie vor der Grundsatz ist, erst kommt Vermittlung, dann kommt Qualifizierung. Warum machen wir denn nicht das Gleiche da auch? Warum gehen wir denen nicht her und sagen, die müssen auch qualifiziert werden? Das große Problem bei denen ist doch ein Qualifizierungsproblem. Also muss man doch eigentlich hergehen und sagen, bitte dann aber auch da das Prinzip ändern und sagen, Qualifizierung, weil das ist so ein bisschen das, was mich ärgert. Da würde ich auch die Gewerkschaften noch gerne noch stärker hören oder an unserer Seite wissen, dass jetzt gerade angesichts dessen, dass die SPD da jetzt viele Gruppen wieder entdeckt hat, aber bestimmte Gruppen, Alleinerziehende, da höre ich sehr wenig, Hartz-IV-Bezieher und das Thema Qualifizierung, da höre ich sehr wenig. Und das wäre zum Beispiel was, da könnten wir gemeinsam unseren Freunden von der SPD ein bisschen auf die richtige Spur helfen. Okay. Frau Göbel fühlte sich provoziert, bitte. Ja, ich glaube, es war die Absicht. Aber fangen wir mal bei der Rente an. Da sind wir, glaube ich, am schnellsten einer Meinung. Die Rente haben wir, da werden Sie einiges finden, wenn Sie den FAZ-Wirtschaftsteil oder auch den politischen Teil lesen. Ich glaube, an dieser Rentenreform der Großen Koalition haben wir wenig Gutes gesehen und hätten uns das Geld auch gerne an anderer Stelle. Am besten hätten wir es in der Rentenversicherung belassen oder bei den Beschäftigten. Wir hätten ja auch niedrigere Beitragssätze haben können. Also insofern, da wären wir uns schnell einig. Ja, d'accord, Sie müssen, wenn Sie eine Umsteuerung machen wollen, natürlich braucht es Grenzwerte und darunter sollte es möglichst technologieoffen zugehen. Das schon. Bloß, wir haben den Emissionshandel und ich verstehe einfach nicht, warum die Grünen
nicht versuchen, diesen Emissionshandel als das Instrument, was darunter eine große Vielfalt an Technologieoffenheit zulässt, so weit zu bekommen, dass es dann auch greift und ernst genommen wird. Und darunter soll doch dann die Wirtschaft machen, sozusagen, was sie will, weil sie muss halt diese Emissionen kaufen. Und damit haben wir unsere Klimaziele erfüllt. Ja, bloß das ist das Instrument, für das auch Grüne, glaube ich, lange waren. Und da müsste man, glaube ich, an der Stelle sagen, wir haben ein Instrument und an dem Instrument müssen wir, damit könnten wir sozusagen einen Deckel setzen und darunter müssen wir dann nicht noch alle 2 Jahre die CO2-Werte verändern, alle 3 Jahre sagen, jetzt muss aber vielleicht doch der Ausstieg aus dem Elektromotor kommen, jetzt muss die Kohle noch weg und. Und das wäre aus meiner Sicht der bessere Ansatz und Sie fangen an, immer an den sozusagen an den einzelnen Industrien rumzufummeln, weil Sie nicht die Geduld haben und nicht abwarten wollen oder nicht die Kraft haben, diesen Deckel zu reparieren. Also da könnte man doch sagen, was steht im Einklang mit unseren Klimaversprechen, dann machen wir den Deckel und dann darunter lassen wir die Industrie und die Wirtschaft aber dann auch machen. Das und an der Stelle, um noch einen letzten Punkt zu machen, gibt es aus meiner Sicht bei den Grünen zu oft dieser Punkt, wir möchten gerne gedämmte Wohnungen, wir möchten, dass auch der Häuserbestand klimatauglich wird und. Bloß wenn dann die Mieten steigen, dann heißt es ja, wieso steigen denn die Mieten? Jetzt müssen wir aber noch irgendwie eine Subvention machen, damit die auch bezahlbar bleiben. Und ich finde, das muss man vorher auch mit bedenken, dass das, was Sie sozusagen an Wünsche haben und was Sie an Änderungen erzwingen, auch zu Preissteigerungen führt, nicht nur zu Verbilligungen. Und an der Stelle muss man sich vielleicht auch mal ehrlich machen, da fangen Sie dann an zu subventionieren. Kurze Replik, Cem, und dann würde ich gerne mit Marcel. Das kann ich wirklich kurz machen. Also d'accord, der Emissionshandel muss wiederbelebt werden. Es ist ja nicht an uns gescheitert, dass da die entsprechenden Aktien rausgenommen werden, damit die Preise wieder steigen. Sie wissen, wer damals in Berlin regiert hat und das verhindert hat in Brüssel entsprechend. Deshalb finde ich, muss man zum Beispiel auch über eine Carbon Tax reden. Man muss über eine CO2-Steuer reden, damit CO2 einen Preis hat und sich in dem von Ihnen genannten Sinne einen Anreiz ergibt, CO2 einzusparen, wäre ich sofort dabei. Gut, ich würde jetzt gerne Marcel Fratscher und Jörg Hoffmann nochmal zu dem Thema Verteilungsgerechtigkeit befragen. Es scheint ja eine große Übereinstimmung zu geben darin, dass vor allem mehr Investitionen in Bildung und Erziehung notwendig sind, um Chancengleichheit zu verbessern, Durchlässigkeit der Gesellschaft wieder zu erhöhen. Meine Frage ist, welche zusätzlichen Instrumente brauchen wir möglicherweise und müssen wir uns dazu vielleicht auch ein paar neue Instrumente einfallen lassen? Herr Hoffmann, ich fange mal mit Ihnen an. Die Gewerkschaften hatten eine Zeit lang sich die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand auf die Fahnen geschrieben. Ich habe das vorhin in der ersten Runde Beteiligung am Produktivvermögen genannt. Ja, wirklich breite Streuung des Produktivvermögens, also bei der Primärverteilung anzusetzen und nicht erst bei der Sekundärverteilung der Einkommen. Warum, ich kann das jedenfalls nicht sehen, warum verfolgen Sie das eigentlich nicht mehr? Also Modelle wie Investivlohn kombiniert mit der stärkeren staatlichen Förderung für Vermögensbildung, das hat ja auch, wenn Sie wollen, den wirtschaftsdemokratischen Aspekt. Ja, mehr Teilhabe am Produktivkapital heißt auch mehr Einfluss nehmen auf unternehmerische Entscheidungen. Warum ist das kein Thema? Ich spare mir nachher noch eine Anmerkung zu dem Thema Emissionshandel auf. Oder machen wir es gleich vorneweg? Gleich vorneweg, weil es natürlich auch eine Verteilungsrelevanz hat. Und deswegen bin ich da sehr eng bei Cem Özdemir zu sagen, wir können das nicht alles auf den Emissionshandel schieben, der heute im Wesentlichen wirkt auf die Grundstoffindustrie. Wenn wir etwa den Fahrzeugbau mit einbeziehen würden, würde sich das Thema Emissionshandel verlagern, allenfalls auf die Mineralölindustrie und damit auf den Preis an der Zapfsäule. Oder anders,
der Anreiz für technologische Innovation durch Regulation wäre deutlich geringer, weil letztendlich über die Preisweiterleitung auf die Verbraucherkosten das relativ elegant gemacht wird, ohne großen Anstrengungsgrad und Anspannungsgrad bei der Technologieentwicklung. Insoweit glaube ich, wir brauchen den Emissionshandel für den Bereich der Grundstoffindustrie, da macht er auch Sinn. Aber sozusagen allein mit einem neuen Markt, einem Kunstmarkt, zu meinen, man könnte Verbraucher vor den Folgen auch von Fehlallokationen und von Fehlinvestitionen schützen, halte ich das selber am besten, glaube ich, gerade im Bereich der Energie für eine Fehldeutung. Also ich bin schon dafür, und dafür steht auch die IG Metall, dass wir uns anspruchsvolle Regulationsziele für die Branchen und für ihre Produkte suchen. Zum Zweiten. Wissen Sie, das Produktivkapital der Arbeitnehmer heute mit der größten Verwertungschance ist die Qualifikation. Und wir machen sehr wohl in dem Sinne durchaus Investitionen in das Produktivkapital der abhängig Beschäftigten. Und dieses Kapital wird an Bedeutung in Zukunft massiv wachsen. Und die Frage im Verteilungs- und der Primärverteilung wird sein, wer trägt denn eigentlich die Kosten etwa damit des Transformationsprozesses? Werden die Kosten versozialisiert, in die Gesellschaft weitergereicht? Oder sind es Aufgaben, die Arbeitgeber zu leisten haben, sich nicht nur am Markt zu behaupten mit Produkten, sondern auch die Beschäftigten am Markt zu halten mit ihrer Qualifikation und ihrer Weiterentwicklung? Und deswegen teile ich Ihren Grundansatz zu sagen, wir können das nicht so alles nur auf die Sekundärverteilung schieben. Ich würde nur sagen, allein das Anhäufen von Produktivvermögen in Arbeitnehmerhand mag eine Idee der 50er, 60er Jahre gewesen sein, die interessant war. Heute geht es mir darum, mehr, wie kann man das Produktivvermögen der Menschen, nämlich ihre Qualifikationen und ihre beruflichen Perspektiven stärken, und was tragen Arbeitgeber dazu bei, nicht auszusondern, einzelne auszugrenzen, sondern jedem auch Chancen zu geben, morgen mit Perspektive und verlässlichem Einkommen sein Leben zu fristen. Deswegen, ja, zum Grundsatz, das Mittel hat sich, glaube ich, deutlich geändert. Sehen Sie das auch so, Herr Fratscher? Wenn man davon ausgeht, dass, sagen die ungleiche Einkommensentwicklung ganz wesentlich auch durch die Schere zwischen Kapitaleinkommen und Lohneinkommen, also Arbeitseinkommen, gefördert wird, müsste man nicht doch dann stärker an dieser Frage der Vermögensverteilung ansetzen, und zwar nicht über Vermögenssteuer, ja, sondern umgekehrt, eine Art Volkskapitalismus mit einer breiten Beteiligung am gesellschaftlichen Kapitalstock. Ja, wenn man über Vermögen spricht, klar, Vermögen ist sehr viel ungleicher verteilt als Einkommen. Deutschland hat eine der höchsten Ungleichheiten bei privaten Vermögen. Jetzt kann man sich anschauen, woran liegt das? Die einen sagen, es hat Ursprünge zum Beispiel bei den Steuern. Es gibt kaum ein Land, das Vermögen so gering besteuert wie Deutschland, Einkommen auf Arbeit aber so stark besteuert. Es hat sicherlich auch was mit unserer Wirtschaftsstruktur zu tun. Also auch da kommen wir wieder auf dieses Thema Verteilungskampf. Ich halte diese Diskussion um Vermögensteuern eine Neiddebatte, Verteilungsdebatte, die schädlich ist, weil viel Vermögen zu haben, ist nicht unbedingt schlecht. Viel Vermögen in Deutschland ist in der Form von Familienunternehmen, was produktives Vermögen ist, was gute Jobs schafft, sichere Jobs schafft, mit einer guten Perspektive. Also das Problem ist nicht, dass die oberen 10% viel haben. Das Problem ist, dass die unteren 40% in Deutschland praktisch kein Nettovermögen haben, also nichts Angespartes haben. Jetzt kann man sagen, wir haben gerade einen starken Sozialstaat. Das haben wir in Deutschland, gar ohne Frage, der sicherlich auch erklärt, weshalb die Menschen nicht so viel sparen müssen. Aber auf Ihren Punkt zurückzukommen, ich sehe genau das Problem. Letztlich müssen wir erwarten, je stärker Vermögen konzentriert wird, desto mehr wird auch die Einkommensschere auseinandergehen. Und gerade mit dem technologischen Wandel ist das eine Riesenherausforderung. Die Frage, wie man dem entgegnet, Produktivkapital, ich sehe das in eine andere Richtung. In der Zukunft wird immer mehr
das größte, wichtigste Gut im Produktionsprozess werden Informationen sein. Das ist weniger das physische Kapital, ist die Information. Und was wir im Augenblick gar nicht realisieren, jeder von uns gibt unglaublich viel seiner Informationen preis, was irgendwo von Google, von anderen Produzenten oder anderen Unternehmen letztlich monopolisiert wird. Und ich glaube, monetarisiert. Und ich glaube, hier zu sagen, Eigentumsrechte, und wir Ökonomen reden immer davon, sie können jeden gesellschaftliches Resultat produzieren bei Einkommen und so weiter, indem sie Eigentumsrechte spezifisch verteilen. Das ist ein ganz grundlegendes Prinzip in der Volkswirtschaftslehre. Und zu sagen, wir müssen die Eigentumsrechte über unsere Informationen, die wir privat produzieren, ich glaube, da sollten wir anfangen. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste für die Zukunft, gerade wenn man über Digitalisierung spricht. Also da gebe ich Ihnen recht, ich würde es nur anders machen. Ich würde es weniger auf jetzt das physische Kapital sagen, das müssen wir umverteilen, sondern ich glaube, es geht hier vor allem um die Informationen. Und da sehe ich in der Zukunft eine riesige Herausforderung. Wir sind so ein bisschen in einem Neuland. Wir sprechen natürlich viel über Datenschutz und Informations- und Privat-, wie sagt man, nicht Privatschutz, Eigen-, Privacy, das ist das englische Wort, aber mir fällt das Deutsche auch nicht. Privatsphäre. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, nicht unbedingt jetzt um Daten nicht herauszugeben, sondern wirklich um das Eigentum ganz klar zuzuordnen zu dem, der dieses eigentlich produziert. Und das sind wir als Individuum. Ein Satz zu dem Produktivvermögen. Ich meine, es waren ja nun Grüne und SPD zusammen, die Riester-Rente eingeführt haben. Da entsteht ja sozusagen ein Kapitalstock, vielleicht nicht in dem Sinne, in dem man sich das mal gedacht hat. Vielleicht gibt es auch viel zu kritisieren nach wie vor. Aber ich finde die Grundidee und auch die Förderung, die man da eingeführt hat, und da wächst jetzt schon eine Beteiligung auch am Produktivvermögen. Da hat man dann im Alter was davon. Und insofern würde ich sagen, so kaputt oder so sozusagen so outdated ist die, veraltet ist die Idee nicht. Und sie wird sogar in die Tat umgesetzt und sie wird auch sehr stark gefördert. Also da muss man sich ja nichts vormachen. Also die Riester-Rente ist stark subventioniert. Also da hat man ja den Punkt. Also 38% der Riester-Zuschüsse gehen an die oberen 20% von den Einkommen her. Also es hilft nicht wirklich denen, die man damit helfen will. Ne? Aber der Rest dann doch offensichtlich auch, findet auch seinen Weg in die Gruppen, denen man helfen will. Und dass man es schwer hat, in diesen Teil der Bevölkerung zu helfen, zu unterstützen, das ist klar. Und dass man sie mit so einem Instrument vielleicht auch noch besser fördern könnte, klar, mehr geht immer, aber ich finde den Ansatz, der da gemacht worden ist und die Idee dahinter, finde ich nach wie vor gut, und da ist eben die Beteiligung am Produktivvermögen. Ich würde gerne noch, wir sind schon auf der Zielgeraden, doch nochmal auf das Thema Umbau der Autoindustrie zurückkommen. Und zwar, weil man da, glaube ich, wie in einem Brennglas diese ganzen ordnungspolitischen Fragen diskutieren kann, die hier jetzt ab und zu angeklungen sind, und weil das ein Schlüsselbereich ist dafür, ob uns die Verknüpfung von ökologischer Innovation und wirtschaftlicher Modernisierung gelingt. Also welche Art, um nochmal Ihr letztes Plädoyer aufzugreifen, Herr Hoffmann, die Frage geht aber an alle, welche Art von Leitplanken, welche Art von ordnungspolitischen Regulierungen, welche Art von Vorgaben sollten gemacht werden, um sagen, der Autoindustrie da auf die Sprünge zu helfen oder diesen Prozess der Transformation zu beschleunigen und zu verstetigen? Und das Zweite ist dann die Finanzierungsfrage. Ja, wer finanziert das? Vielleicht könnten Sie dazu sich nochmal äußern. Vielleicht wollen Sie anfangen, Herr Hoffmann? Ich denke zunächst mal, dass es eine Anstrengung der Industrie ist, die aber nur in unseren Märkten, Sie haben vorher das Beispiel China formuliert, gelingt, wenn Rahmenbedingungen auch gestaltet sind, die es möglich machen, diese Mobilitätswende, und ich spreche jetzt bewusst von Mobilitätswende, nicht nur von Entkarbonisierung, zu koppeln mit einer notwendigen Ausrichtung und Weiterentwicklung der Energiewende, weil sonst funktioniert es an anderer Stelle nicht. Und beides setzt zunächst mal massive Investitionen in Infrastruktur voraus.
Ohne Investitionen in Infrastruktur kriegen Sie jegliches Konzept heute, das gedacht und machbar ist, nicht auf die Straße. Erste Anmerkung. Deswegen finde ich bei allen Regulationszielen, die man sich stellt oder die die EU debattiert, ist es ein bisschen halbherzig, wenn man nicht gleichzeitig mitdebattiert, welche Konsequenzen hat das für das Investitionsverhalten in eine ausreichende Infrastruktur, sowohl auf der Energieseite wie auf der Seite der Möglichkeiten, neue Mobilitätskonzepte zu betreiben. Zum Zweiten, es nützt uns auf das Frage der Beschäftigung die Hoffnung nichts, dass mit neuen Mobilitätskonzepten auch neue Geschäftsmodelle entstehen, wenn Kernteile der Wertschöpfung nicht mehr in Europa stattfinden. Das würde ich als zweite Leitplanke sehen. Wie können wir die Wertschöpfungskette, die eine andere sein wird, aber wie können wir die Wertschöpfungskette in Europa halten? Und da wird ein ganz zentrales Thema die Frage der Batterietechnologie sein. Und zwar in mehreren Dimensionen, weil Batterietechnologie eben nicht nur in einem Elektrofahrzeug je nach Typ 40-60% des Wertes bedeutet, sondern weil Batterietechnologie dann erst dann wirtschaftlich effizient ist, wenn sie, wie Cem Özdemir zu Beginn gesagt hat, eingebunden ist, ein Werkstoffkreislauf, der sowohl die Erstverwertung, die Zweitverwertung, wie das Recycling und Wiederverwertung mit beinhaltet. Dann ist es auch wirtschaftlich rechenbar. Das setzt aber voraus, dass in Europa entsprechende Produktionsstätten da sind. Also es muss eingebunden werden in den Werkstoffkreislauf, den wir heute so nicht haben, der wiederum Infrastruktur voraussetzt. Zum Dritten, das habe ich vorher darauf angesprochen, was ist sozusagen ein sozialer Balance notwendig, um diesen Transformationsprozess ohne Zerwürfnisse im Sinne von Arbeitslosigkeit und sozialem Ausschluss zu realisieren. Da mache ich mir jetzt weniger Sorgen um die, die in den großen Fahrzeugherstellern beschäftigt sind. Das schaffen die selber, das schafft auch gewerkschaftliche Einflüsse und Macht. Ich mache mir aber um die Sorgen, die auf der Schwäbischen Alb oder am Rande vom Wahlkreis von Cem Özdemir ihre Drehteile für den Daimler fertigen, ihre einfachen mechanischen Komponenten, die Unternehmen mit 50, 100 Beschäftigten, die keine Investitionskraft haben, sich komplett umzuorientieren und wo die Konsequenz schlicht und einfach struktureller Umbruch durch Insolvenz, daneben sicherlich auch neues Geschäftsmodell, aber durch Insolvenz und damit zunächst mal keine Perspektive für die Beschäftigten verbunden sind. Dazu braucht es dann solche Einrichtungen wie, oder solche Überlegungen wie das Thema Vermittlung zunächst in Qualifikation als Arbeitslosigkeit und Durchreichen in Hartz IV. Und das verlangt aber auch, dass wir institutionell, und ich komme wieder auf die Skalierung zurück, wir institutionell sehr genau sehen, wie viel 100.000 Menschen von diesem Transformationsprozess, und da ist einer von dreien, die gerade in der Industrie stattfinden. Wir haben gleichzeitig die Automatisierung des Fahrzeuges, wir haben gleichzeitig Industrie 4.0 und so weiter. Allein diese Skalierung macht deutlich, dass wir heute institutionell gar nicht in der Lage wären, das ohne sozialen Flurschaden zu überstehen. Und deswegen plädiere ich so deutlich dafür, dass ökologisches Wachstum verlangt und verpflichtet, und zwar an hart messbaren Maßstäben, die soziale Verträglichkeit und die soziale Transformation mitzudenken. Hm. Bitte. Vielen Dank. Ja. Dazu könnte man jetzt im Grunde nochmal eine eigene Veranstaltung machen, das machen wir vielleicht auch mal. Wie diese Transformation der Autoindustrie und darüber hinaus, Sie haben ja den Begriff verwandt, Mobilitätswende, ja, wie das dann gelingen kann in all diesen drei Dimensionen, ökologisch,
industriepolitisch und sozial. Aber jetzt Frau Göbel, zum gleichen Thema bitte. Aus meiner Sicht sollten wir erstmal versuchen, die Energiewende auch preislich weiter im Blick zu behalten, zu einem Ende zu bringen, das darauf hinausläuft, dass die Energie weiterhin bezahlbar ist, dass sozusagen die Arbeitsplätze, die noch da sind, erhalten bleiben. Deswegen halte ich es für relativ riskant, wenn man sagt, und als nächstes hätten wir gerne die Autoindustrie auch mit einem festen sozusagen Ausstiegsdatum aus dem Verbrennungsmotor noch versehen. Ich halte das für ein Schönwetterprogramm. Wir machen das in einer Zeit, in der es uns eben, wie gesagt, seit einigen Jahren ziemlich gut geht. Und deswegen finde ich diese Festlegung eines festen Ausstiegstermins höchst riskant. Ich glaube auch nicht, dass das zwingend nötig ist, denn es gibt ohnehin es ist die Transformation längst in Gang gekommen. Sie haben selbst auch ein paar Beispiele genannt. Herr Hoffmann kann das auch bestätigen. Das heißt, irgendwann wird der Punkt kommen, an dem die Kunden sagen, naja, wenn ich mir jetzt so einen Verbrenner kaufe, dann hat er keinen gescheiten Wiederverkaufswert, ist vielleicht auch nicht mehr so hip. Man sieht das an Tesla, das ist sozusagen das Beispiel, was zeigt, also wenn ich junge Leute höre, die sich für Autos interessieren, dann ist es der Tesla. Das ist sozusagen schon ein Traum. Da hat man ja offenbar schon etwas geschafft. Es ist offenbar erstrebenswert, ein schnelles Elektroauto zu haben. So, ich weiß nicht, ob man diesen Prozess beliebig durch die Politik noch beschleunigen kann und sollte, weil es dann eben mit Kosten und Verwerfungen verbunden ist, von denen ich nicht sicher bin, dass wir sie auch in Zeiten stemmen können, in denen es uns wirtschaftlich nicht ganz so gut geht wie jetzt. Vielen Dank, Herr Fratscher. Vielleicht zwei Punkte dazu. Einmal, ich glaube, wir sind uns alle einig, Markt spielt eine wichtige Rolle. Der Staat sollte gucken, Wettbewerb zu schaffen, dass hier keine zu großen Interventionen stattfinden, dass die Anreize richtig sitzen. Ich glaube, die Energiewende hat auch solche Anreize geschaffen, bei allen Risiken, das teile ich mit Ihnen, aber es hat zum Beispiel auch in einigen Bereichen Innovation vorangetrieben, gerade auch bei erneuerbaren Energien. Die ist noch nicht verdaut, aber den Punkt, den ich machen will, die Politik kann sehr wohl, wenn sie Ziele definiert und sie auch glaubwürdig vermittelt und sagt, das wollen wir, dass es dadurch auch durchaus positive Impulse setzen kann. Also ich glaube, mein zweiter Punkt geht eher, dass wenn man sich die Automobilbranche anschaut, wir haben ja gesagt, wir reden hier privat, das ist geschlossener Raum, vielleicht, dass die Politik ein bisschen weniger die deutsche Automobilbranche protektioniert. Ich glaube, ein bisschen mehr Marktdruck auch ausübt. Ich weiß, es ist unpopulär, sowas zu sagen. Ich habe eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Wir haben ein Dienstfahrzeug an unserem Institut, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, was wir auf einen Tesla umgestellt haben. Seitdem habe ich mir immer wieder richtig böse Anmerkungen anhören müssen, wie ein deutsches Institut ein nicht deutsches Auto fahren kann. Ich glaube, wir haben hier so ein, ist sicherlich auch verständlich, ist ja auch richtig so, dass wir in Deutschland stolz drauf sind auf die Automobilbranche, die viel Beschäftigung schafft, viel Mehrwert schafft, tolle Produkte schafft. Aber meine große Sorge ist, dass die deutschen Automobilhersteller eine so starke Marktposition weltweit haben, dass sie so ein bisschen diese Zukunftstechnologien verschlafen. Wir haben über Nokia gesprochen, schönes Beispiel, denen ist das genau passiert. Die waren dominant, haben einen riesigen Marktanteil gehabt und haben dann den Wandel hin zum Smartphone völlig verpasst. Und das ist meine Sorge. Also ich glaube jetzt gar nicht unbedingt, dass die Politik hier regulieren sollte, sondern einfach versuchen sollte, einen besseren Wettbewerb, faire Wettbewerbsbedingungen. Ich glaube, das erfordert auch so ein bisschen Mentalitätswandel. Würde vielleicht auch ganz gut tun, wenn der Bundestag mal sagen würde, wir kaufen nicht jetzt oder leasen deutsche Automobile im Verbrennungsmotor, sondern gehen auf Erneuerbare, machen Elektromobilität. Das wäre auch ein starkes Signal der Politik. Also ich glaube, hier so mehr Marktdruck, mehr Wettbewerbsdruck zu schaffen, so ein Mentalitätswandel würde, glaube ich, schon ein ganzes Stück weitergehen. Vielen Dank. Cem. Also die Mobilität der Zukunft, ich sage bewusst übrigens Mobilität und nicht das Auto der Zukunft, weil Mobilität ist mehr als Auto. Da ist das Auto eine Komponente, aber nicht die einzige Komponente der Fortbewegung. Ich würde übrigens sowieso sagen, dass wir eigentlich zurück müssen zur Ausgangsfrage, warum machen wir das Ganze?
Es ging mal darum, dass Menschen von A nach B kommen, das Ganze möglichst komfortabel, möglichst so, dass man es sich leisten kann. Da kommt die soziale Frage auch ins Bild. Also es kann nicht eine Frage sein, dass sich es manche leisten können, andere nicht. Es darf übrigens auch keine Frage sein von Stadt-Land, das ist auch ganz wichtig. Da müssen wir auch aufpassen als Grüne. Es kann nicht in der Politik sein, die nur bestimmte privilegiert und die anderen außen vor lässt. Aber die Grundfrage muss nochmal neu gestellt werden, wie komme ich von A nach B? Und im Zeitalter des Klimawandels muss es eben auf eine Art und Weise geschehen, die Rücksicht darauf nimmt, dass wir das Ganze so machen müssen, dass wir die Grenzen des Planeten dabei nicht überschreiten. Das wird nach Lage der Dinge wohl elektronisch sein. Ich denke, das wird das sein, was sich da wohl durchsetzen wird mehrheitlich, ohne dass ich damit sage, dass die anderen Dinge nicht auch ihren Platz haben werden. Das wird nach Lage der Dinge des weiten Selbstfahrens zunehmend sein. Auch das wird eine Revolution auslösen. Denken Sie an die Taxifahrer, denken Sie an den öffentlichen Verkehr der Zukunft. Und das Dritte, das wird sehr vernetzt sein. Da kommen ganz neue Herausforderungen auf uns zu, Chancen, aber auch Aufgaben regulatorischer Art. Da ist die Politik gefragt, Stichwort Datenschutz. Und schließlich, das wird app-basiert sein. Wir haben zurzeit 130 verschiedene Verkehrsverbünde. Warum schaffen wir es eigentlich nicht, dass ich zu Hause an meinem Laptop oder mit meiner App mir ein Ticket besorge, das die ganzen Verkehrsverbünde beinhaltet und alle Verkehrsträger beinhaltet? Also warum muss ich mir quasi ein Car2Go aussuchen und muss dann extra ein Zugticket buchen und muss dann noch extra quasi im örtlichen Verkehr nochmal extra mir ein Ticket besorgen? Warum kann ich das alles nicht zusammen? Und zwar so, dass es mir das aussucht, was am günstigsten ist und was gerade mein Mobilitätsbedürfnis am besten befriedigt. Das geht technologisch alles, aber da gibt es Regulierungsbedarf. Die Schweizer können es auch. Hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass in Schweiz die Struktur der Wirtschaft eine andere ist. Das geht in die Richtung dessen, was Herr Fatscher gesagt hat. So, und das heißt dann auch, dass die Trennung von öffentlichem Verkehr und Individualverkehr oldschool ist. Künftig wird das vermischt sein. Also auch da wird sich Dramatisches ändern. Und in die Richtung, glaube ich, werden wir gehen müssen. Und um einen anderen Gewerkschafter mal zu zitieren, der Uwe Hück hat mir mal von Porsche gesagt, ihr müsst beispielsweise auch aufpassen, wenn die Politik zu langsam ist, dass nicht der Porsche, so wie der Tesla das ja auch macht, dann so eine Ladeinfrastruktur für seine Kunden anbietet. Also müssen wir auch darauf achten, dass es diskriminierungsfrei ist. Und darum, Frau Göbel, da gibt es schon Handlungsbedarf durch die Politik. Da müssen wir schon einen Rahmen dafür setzen, damit die Dinge eben auch wirklich in die Skalierung kommen. Wir nachher Preise haben, die sich auch Normalsterbliche leisten können. Und damit die Geschwindigkeit dabei auch stimmt, weil die Konkurrenz schläft nicht. Und ich will gerne, dass wir diejenigen sind, die diese Produkte auf den Markt bringen, vor den anderen. Schneller, besser, ökologischer und am Ende auch günstiger. Vielen Dank. Das war das Schlusswort. Wir haben schon 9:10. Die Jüngeren haben vielleicht noch was Besseres vor. Die Älteren wollen vielleicht Feierabend machen. Noch Besseres vor. Und ich darf Ihnen versprechen, dass es morgen mindestens so interessant weitergeht. Wir haben noch 4 Podien morgen mit 4 spannenden Themen und sehr prominenten Referentinnen und Referenten. Ich hoffe, dass wir Sie da möglichst alle wiedersehen und bedanke mich für heute Abend ganz herzlich bei Ihnen, beim Publikum, für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse, aber ganz besonders bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier auf dem Podium. Ich fand das jedenfalls ein sehr anregendes, interessantes und wirklich gutes Gespräch und würde mir wünschen, dass möglichst viele dieser Botschaften, Cem, auch im grünen Wahlkampf durchdringen. Herzlichen Dank. Applaus